Fantastisches Andenken an die Japan-Reise. Das ist mein Stichwort, mein Freund, denn du hast uns, unseren Zuschauern und Zuschauern noch was mitgebracht, noch ein bisschen mehr mitgebracht. Worauf dürfen wir uns denn als nächstes freuen? Genau, die nächste Experience, ich habe kein besseres Wort dafür, denn es ist eine absolute Experience. Das ist das Team Lab Planets in Tokio. Das ist ein digitales Museum. Team Lab ist eine Künstlergruppe, die in ganz Japan mehrere Installationen haben. Und diese ist eine von den zwei permanenten Installationen, die man also rund ums ganze Jahr über besuchen kann. Und es ist visuell unglaublich beeindruckend. Ich kann es auch mit Worten nicht gut beschreiben. Dafür fehlen die Worte einfach. Deshalb schaut es euch am besten gleich an. Das digitale Museum Team Lab Planets im Hafengebiet Tokios wurde 2018 eröffnet und 2021 mit einer zweiten Ausstellung erweitert. Zum Gesamtkonzept gehört auch das vegane Ramen-Restaurant Uzu. Der Name Planets kommt daher, dass das Gefühl vermittelt werden soll, dass man sich auf anderen Planeten befindet. Die Exponate sprechen alle Sinne an, durch Bild, Ton, Berührung und sogar Geruch. Team Lab hat sich 2001 gegründet mit dem Ziel, durch ihre Kunst den Blick der Menschen auf die Welt zu verändern. Besucher können mit den Exponaten interagieren, entweder mit dem Smartphone oder direkt, indem sie die Gegenstände berühren. Beim Wandern durch das seichte Wasser wird man von leuchtenden Karpfen umringt und hinterlässt eine Spur aufgewirbelter Blätter im Wasser. Alles digitale Projektion. Kern von Team Labs Kunst ist Software, Computerprogramme, die durch die Installationen in den Ausstellungen mit allen Sinnen erfahrbar werden. Team Lab nennt dieses Konzept Body Immersion. Während man durch die weitläufigen Installationen wandert, fühlt man sich wirklich wie in einer anderen Welt. Finden sich mitten in einer digitalen Projektion und fühlen sich dabei fast schwerelos. In der neuen Ausstellung Garden findet man silberne Formen, genannt Eicheln, die auf Berührung miteinander kommunizieren. Nachts erstrahlen diese Formen in allen möglichen Farben. Das Highlight ist der schwebende Orchideengarten, der sich über die Köpfe der Besucher erhebt und sie von allen Seiten umschließt. Der Duft der echten Orchideen ist bezaubernd. Team Lab hat in Japan mehrere Installationen, viele davon in der freien Natur, im Einklang mit den Jahreszeiten. Lieber Lukas, das war in der Tat sehr beeindruckend, was ich und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer da gesehen haben. Aber ich bin ganz offen, so ganz wirklich begreifen, zunächst einmal konnte ich da noch nicht, was da eigentlich passiert. Bitte sei so lieb und erklär es nochmal ein wenig intensiver, so wie du es live vor Ort erlebt hast. Ja, gerne. Also dieses Team Lab Planets ist ein Museum, in dem man diese Ausstellungsstücke wirklich mit allen Sinnen erfahren kann. Man läuft da barfuß durchs Wasser durch, man berührt die Installation und die reagieren dann darauf.
Teilweise kann man sich sogar mit dem Smartphone nochmal steuern und dann reagiert das Licht und der Ton wieder darauf. Es ist also eine sehr interaktive Erfahrung. Und das Ganze ist aber unfassbar visuell und auch mit dem Ton überwältigend gestaltet. Man geht da durch diese mehreren Installationen durch und überall ist ein anderes Thema mit Sound unterstützt. Und das ist eine interaktive Erfahrung, die es so auf diese Art, glaube ich, nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Das klingt auch nach einem Top-Rahmen oder Zeitprogramm für ein Event oder eine Tagung. Ist es dann dort mit größeren Gruppen auch möglich? Ist das vorgesehen? Man kann dort mit auch größeren Gruppen durchgehen. Die werden dann vielleicht ein bisschen entzerrt in zwei, drei Teilen oder so. Aber die Räume sind relativ weitläufig. Das verläuft sich dann so ein bisschen. Man kann dann also auch durchaus mit 20, 40, 60 Leuten Gruppen durchgehen. Mein lieber Lukas, das waren jetzt irgendwie tolle Aktivitäten. Ja? Wir haben getöpfert, wir haben Schwertkämpfe gemacht. Vielmehr, du hast sie gemacht, du hast gezeigt, wie sowas funktioniert. Und du hast uns noch eine extrem beeindruckende Ausstellung nahegelegt, die ich in der Tat sehr spektakulär finde. Tolle Bilder, bewegte Bilder, also ganz, ganz toll. Ich denke, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Monitoren sind animiert über tolle Aktivitäten. Du hast ein spannendes Hotel vorgestellt. Hast du in Sachen Übernachtung denn für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer noch einen weiteren Tipp? Ganz genau. Ich habe mir noch ein weiteres Hotel angeschaut, was jetzt auch vor 2 Jahren erst geöffnet hat, was ich also von vorher noch nicht kannte und wo ich mich jetzt mal persönlich von überzeugen wollte, ob das denn für MICE und Incentive-Gruppen auch wirklich geeignet ist. Und wieder spannst du uns wunderbar auf die Folter und an der Stelle freue ich mich erneut sagen zu dürfen, Film ab. Das Hotel Edition Toranomon ist ein Boutique-Hotel, das 2020 in Tokio eröffnet wurde. Das Interieur wurde designt vom Architekten Kengo Kuma. Der mit schwarzem Marmor ausgekleidete Eingang führt die Gäste zum Aufzug zum Hotel. Vorher kann man sich in der edlen Golden Bar nebenan noch einen Cocktail gönnen. Im 31. Stock gibt es das Restaurant Jade Room von Sternekoch Tom Eikens, der hier einzigartige Kreationen aus westlicher und japanischer Küche präsentiert. Die Gartenterrasse hoch über den Dächern Tokios bietet dazu noch einen ganz besonderen Genuss. Die Konferenzräume mit fast 400 Quadratmetern Fläche bieten viel Raum für Meetings und Events in exklusivem Rahmen. Die offen gestaltete Lobby beherbergt über 500 Arten von exotischen und lokalen Pflanzen. Neben dem Empfang findet sich hier auch eine Bar und das Restaurant Blue Room, alle mit einem atemberaubenden Ausblick auf die Stadt. Im Spa können sich Gäste so richtig verwöhnen lassen. Ein Gym und Pool bieten Gästen ein abgerundetes Wellness-Erlebnis. Die Suiten im Hotel Edition bieten neben großzügigem Platz und stilvoller Ausstattung auch eine große Dachterrasse, einzigartig unter den Hotels in Tokio. Sein Konzept setzt sich fort bis in die großzügigen Zimmer, auch hier mit einem tollen Ausblick über die Stadt. Das Hotel Tokyo Edition, muss ich sagen, beeindruckendes Hotel. Sei so lieb, eine kurze Zusammenfassung für Veranstaltungsplaner, ein paar Fakten, ein paar Punkte, die hier für Ihre Planung sicherlich Relevanz haben.
Ja, gerne. Wie gesagt, das Hotel ist noch brandneu, deswegen habe ich es mir auch ausgesucht für heute. Hat im Oktober 2020 eröffnet und es ist halt so ein richtiges Boutique-Hotel mit einem super spannenden architektonischen und auch Designkonzept. Die haben etwas über 200 Räume, 200 Zimmer für Gäste und eine Besonderheit ist, es war das erste Hotel in Tokio, das Räume mit offenen Terrassen hat. Ihr habt es im Video auch gesehen, an den Räumen dran, in einigen der Räumen dran, sind wirklich noch Terrassen, wo man dann im 30., 40. Stock nochmal rausgehen kann und einen grandiosen Blick auf Tokio hat. Und auch im Inneren des Hotels halt ein super klasse designtes Konzept mit einem Restaurant, mit einem Sternekoch und ebenfalls einer ganz tollen Terrasse draußen, eine tolle Bar, also wirklich sehr stylisches und wirklich tolles Hotel für die nächste Gruppe, ja. Für die nächste Gruppe, lieber Lukas, du bringst es auf den Punkt, denn das, wie ich finde, war und ist ein ganz exzellenter Hoteltipp, ganz aktuell ein brandneues Hotel in Tokio, was sich meiner Meinung nach wirklich sehen lassen kann. Also ein Geheimtipp für Veranstaltungsplanerinnen und Planer, die ihr nächstes Event in Tokio planen. Das solltet ihr definitiv auf eurem Zettel haben. Wow, ihr Lieben, das war Discover Japan Part 2. Wie ich fand, mit atemberaubenden Reportagen direkt live aus Japan für euch aufgenommen, für euch produziert. Wir hoffen, es hat euch sehr viel Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch inspiriert für eure künftigen Incentives und Events in Japan. Und an der Stelle möchte ich sehr gerne sagen, dear Sayaka, thank you very, very much for spending this time together with us in this beautiful MySports Stream TV about Japan. And thank you for your time and stay with us. Thank you, Peter. Again, I'm extremely happy that we can finally welcome all travelers back to Japan again. And again, Japan has been making all the preparations to welcome you all. So we look forward to your next visit to Japan. Thank you. Sounds perfect. We will all come. And Lukas, my friend, dear Lukas, lieber Lukas, herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz. Du hast ja wirklich alles gegeben in den Reportagen. Du hast dich mit Samurai-Kämpfern auseinandergesetzt. Du hast Hand angelegt an Tongefäßen. Auch das muss man erstmal können. Lieber Lukas, herzlichen Dank für deine beeindruckenden Reportagen. Und von meiner Stelle, von uns allen aus, für die gesamte Audience, danke nochmal, dass du so toll für uns Material zusammengestellt hast. Danke ganz herzlich, lieber Lukas. Ja, gerne, Peter. Und auch von mir nochmal, wir freuen uns alle, dass Japan bereit ist. Und wir hier in Frankfurt sind auch bereit für die Planner, um euch mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, um eure nächste Japan-Reise auf die Beine zu stellen. Wir freuen uns auf euch. Da bleibt mir nur abschließend zu sagen, let's do Japan, ihr Lieben. Bye bye aus Hamburg. Bye.